Jo Leute, wir sind jetzt unterwegs zur Gamescom. Ja. Mit dabei ist natürlich Brox. Was geht, Leute? Ja, sollten vielleicht einige von euch kennen. Und ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zur Gamescom und ich bin mal gespannt, wen wir da so treffen. Gleich werden wir noch iCrimex treffen, den sehen wir glaube ich so um 11 Uhr, glaube ich. Genau. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns gleich. So Leute, ihr werdet es mir nicht glauben, Alter. Guck mal, wer hier auf der Gamescom ist, ey. Alter, Rockstar einfach Games. Rockstar Games ist einfach hier. Aber ihr kommt nicht rein. Ja, scheiße, ne? Noch nicht. Schade eigentlich. Ja, ich bin mal echt gespannt, was da hinten ist, weil das war letztes Jahr auch so, da hatten die auch so einen kleinen Stand, aber Junge, Junge. Ja, Mann. Das geht schon ziemlich weit, also das ist, Alter. Locker Red Dead, das neue Red Dead oder GTA 6, keine Ahnung. Ich tippe ja auf das neue Red Dead oder auf irgendein anderes Spiel. Aber wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. If you said I fail, well I'll make sure you regret it. You write lyrics, well I bleed them. You take breaks, but I don't need them. I've got too much riding on my music, stress to reach the ceiling. Working 12 to 8 until I'm great, that's the motto. I wasted time on women, but I stayed away from bottles. Spent half of my life. Like ich glaube, der Golf geht vorbei. Ja, also wir haben gerade eben so einen PlayStation 4 Hut bekommen. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja, Mann. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall hier mit iCrimex hier. Ja, Leute. Alles klar. Wir sind hier gerade am Schürtungsstand. Und ehrlich gesagt, hier ist gar nichts los. Muss man zugeben, hier ist gerade gar nichts los. Aber in den nächsten Tagen, also Donnerstag, Freitag, wird glaube ich auf jeden Fall hier mehr los sein. Und ja, wie gesagt, Freitag sind wir auf jeden Fall auf der Bühne mit iCrimex. Vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen von euch. Und ja, wie gesagt, ne? Wir sehen uns. So Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall jetzt nach Hause. Ich hier mit Brox. Ja, iCrimex ist währenddessen nochmal kurz zum Hotel gegangen, um dann einzuchecken. Ja, wie gesagt, wir waren ein bisschen alleine unterwegs. War jetzt nicht allzu viel los heute am Pressetag und wir sind jetzt auch auf dem Weg nach Hause. Also wir fahren jetzt nach Hause und auf dem Weg holen wir noch Standardskill und Paare ab. Genau. Und morgen wird es auf jeden Fall extrem krass abgehen, weil da wird extrem viel los sein. Also und da werden wir beide haben LEA getroffen. Ja, Mann, richtig also, das nice. War echt heftig. Falls ihr nicht kennt, ist ein englischer oder so YouTuber. Wie gesagt, morgen ist auf jeden Fall extrem viel los. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird auf jeden Fall extrem krass werden, weil es werden auch viele weitere YouTuber da sein. Ich werde auch mit Standardskill, iCrimex und so weiter unterwegs sein. Wird auch ein bisschen länger als dieser erste Tag. Also, wie gesagt, bleibt einfach dran. Gleich kommt der zweite Tag und ich würde einfach mal sagen, willst du noch was sagen? Bis morgen, Leute. Haut rein. Jojo, bis morgen. Haut rein. So, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall Tag 2 auf der Gamescom. Ich bin hier mit Standardskill unterwegs und mit Para. Ja, und wir gehen jetzt, glaube ich, auf jeden Fall gleich rein und testen ein paar Games aus. Ich gehe, glaube ich, jetzt Battlefield 1 zocken. Jetzt wird eskaliert. Ach, nicht Battlefield 1. Ja, ja, Battlefield. Gamescom wird jetzt eskalieren, ne? Wir sehen uns. So Leute, wir sind jetzt hier bei ShirtTube mit Brox. Yo. Alles klar, versteckst du dich gerade? Standardskill und Fahrer wieder. Also wir sind extrem früh hergekommen, ist gerade nicht so viel los. Wir warten gleich noch bei Crimex, der hat ein bisschen verpennt. Der kommt auf jeden Fall gleich. Ja, wir sehen uns. Mama, ich bin im Fernsehen. Yo. Alter, Max ja auch noch. Einfach komplett durch, Leute. Ja. Ich glaube, wir müssen einfach gucken, hier zwei YouTuber mit unter 1 Mille und dann in der Mitte steht der No-Name, der No-Name, der echte Dr. Farmer. Ja. Yeah.
this for my mother, who's finally clean, no longer a fan. I do this for my girls. I do this for my sister, my wife and my kids, cause they part of the team. I do this for all the naysayers and haters who made me one of the greatest. I know it kills you inside, that's why I do this for you. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall hier am Ende der Gamescom angekommen, am Ende vom zweiten Tag. Also wir werden auf jeden Fall noch weitere Tage dabei sein. Es ist auf jeden Fall extrem krass, wie viele Leute ich auf jeden Fall getroffen habe am Shorttube-Stand. Nein, nicht zwei, Alter. Verpiss dich damit. Es waren wirklich extrem viele Leute. Acrimax und ich und Startskill haben so viele Leute fotografiert. Nee, Digga, wir haben voll viele Autogramme gegeben. Es war wirklich extrem krass, ne? Nochmal wirklich danke, dass ihr auf jeden Fall gekommen seid. Am Freitag wird es auf jeden Fall eine Show geben, zwischen 13 und 14 Uhr am Shirtube-Stand. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich werde mit der Crew jetzt noch ein bisschen was essen gehen und dann gehen wir auf jeden Fall nach Hause. Falls euch dieser kleine Vlog gefallen hat, dann lasst einfach mal eine positive Bewertung da. Out darin, kauft in. IDZock ist out.